Hallo Freunde des Wahnsinns und des verrückten Gamebills, willkommen zurück bei einer weiteren Folge New Cycle im Early Access. So, fangen wir mal gleich einmal an mit dem Entwicklungsbaum. Denn ich habe vor, was habe ich denn vor? Entwickelt. Da haben wir auch schon entwickelt. Nämlich etwas von da hinten zu nehmen. Den Dieselmotor. Dazu brauchen wir noch ein wenig Papier, das heißt, wir müssen noch ein wenig darauf hinarbeiten. Bisschen Papier, das schaffen wir bei 2,5. Mit Strom schaut es auf jeden Fall mal gut aus. Fürs Erste. Stein schaut auch gut aus. Wir haben ausreichend, um die Straßen aufzurüsten. Nehme ich auf Pflastersteine. Und die Entwicklung ist abgeschlossen, die ich wollte. Bahngleise. So, dazu brauchen wir die Entwicklung des Dieselmotors. Ja, Bahngleise. Infrastruktur, die zwischen dem Bahnhof und den relevanten Lieferanten gebaut wird, bindet äußere Bahnlinien an die Siedlung an. Und das heißt, die Hochebene, da fangen wir als Erstes mal an. Schauen können wir. Produktivität. Ja, war hier am stärksten. Brunnen, Miete, Ladezone. Dann baut mal fein von der Hochebene runter. Dann brauchen wir noch, nehmen wir an, eine Ladezone. Wo haben wir denn hier eine Ladezone? Ja, das ist so schön. Wasserpumpe, Ölpumpe, Produktionsversorgung, Ausbildungslager, Bahnhof. Ja, die Deute ist das ein großes Teil. Oh Mann, bei dem Teil wird aber wirklich nicht geklotzt, sondern nicht gekleckert, sondern sehr viel geklotzt. Wo haben wir
nicht an den Platz. Ja, bleibt uns ja nichts anderes. Das müssen wir hierher bauen. Das Jahr 20, sehr schön. Ja, ist eigentlich das Übliche. Zwei neue Entwicklungen abgeschlossen, fünf neue Strukturen gebaut. Zement. Okay. Also, wir benötigen dafür Zement. Haben wir das schon in irgendeiner Form? Nein. Schwerlastachsen. Okay. Dazu brauchen wir Hydraulik. Ah ja. Wir brauchen noch eine Draht. Produktion. Die wir hierher setzen. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich das ein oder andere dann später noch abreißen müssen. Und umstellen. Ja, das ist in die Richtung scheint es mal relativ einfach und simpel zu gehen.
Oje, nur scharfe Kurven sind da nicht drin. Okay, das so wird das nix. Müssen wir schon vorher abbiegen. Das heißt, die Lehmgrube muss einmal weichen. Die muss weichen. Und dieses Feldlager, das eh nichts mehr produziert. Das wird echt interessant. Stückele. Ja, ist nicht einfach, aber wir kriegen das schon hin. Okay, die Seite ist fertig. So, weiter geht's. Weiter kann man hier nicht bauen. Okay, da haben wir scheinbar auch eine. Kann man sagen, eine Ausfahrt.
Also das heißt, entweder einen zweiten. Ja, da waren wir. Da werden wir mit einem nicht auskommen. Das wird scheiße. Okay, wir müssen hier eine Lagerhalle abreißen. Oder? Ja, wir machen das mit weniger invasiv, um hier durchzukommen. Ja, besser. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich von Haus aus das mit eingeplant, aber dass das so schwierig zum Bauen ist, hätte ich mir auch nicht gedacht. Wieso? Was ist da so? Hindernis im Weg. Ah ja. Klar. Na dann. Weg mit dem Schamotz. Wir haben einen nach links und einen nach rechts. Das sollte fürs erste Mal ausreichen. Puh.
So. Das nicht so holprig hinkriegen. Da ist so viel im Weg. Okay, jetzt müssen wir da nicht ans Straßennetz angebunden. Wir bauen einfach die Straßen neu und hoffen, dass das funktioniert. Na, hat's funktioniert? Okay, noch eine Straße. Ja, genau, da müssen wir noch dann da runter. Scheinbar habe ich da dadurch die ganze Straße geschreddert. Ja, Bunkerbau geht auch schon recht zügig. Hier fehlt jetzt natürlich der Zement. Aber zuerst die Hydraulik. Okay. Lasst die Spiele beginnen. Thank you.
haben wieder alles ans Straßennetz angebunden, es wird wieder gearbeitet. Das ist sehr schön. Wir haben 2 Auszubildende sind bereit. Das ist genau das, was wir brauchen. So, und sobald die dritte auf 55 ist, können wir das nächste produzieren. Unsere Arbeiter sind ja das zum Glück ja sehr effizient. Okay, Vorräte müssen wir noch bauen. Wir haben Konserven genug, aber noch keine Vorräte. Die Vorräte können wir... Und zwar in einer allgemeinen Werkstatt. Wir brauchen eine allgemeine Werkstatt, noch eine dazu, um die Vorräte zu basteln. Ja, die können wir hier bauen. Wasserpumpe funkt auch. Sehr schön. Eine Gruppe von Reisenden. Gar nimmers. Und wieder ein Jahr vorbei. Wir prosperieren ganz schön. Wir haben schon die ersten Eisenbahngleise gelegt. In hoffentlich genügender und ausreichender. Wenn nicht, können wir leider auch nichts ändern. So, lasst uns Vorräte basteln. Okay, wir benötigen noch mehr von den netten. Okay. Probieren wir es. So, dann können wir da die Vorräte bauen. Hier werden ein paar schöne Drähte gebastelt. Ja, schaut nicht schlecht aus. Training abgeschlossen. Wie viel haben wir? Geht sich aus. Sehr schön. Somit werden hier auch die Vorräte produziert. Das gefällt mir. Und ich hoffe euch auch. So, wie schauen wir jetzt hier aus? Können wir das schon? Sehr schön. Siegel wird erweitert im Produktionsertrag um Papier und Buch. Buch hört sich interessant an. Fließbandsystem. Oh, das wird ja auch noch spaßig. Oh, jetzt produziere mal. Okay. Das schaut auch sehr interessant aus.
gefällt mir. Feine kleine Details. So. Werden wir die Stadt hier mal ein klein wenig ausbauen? Okay, Ziegelsteine bauen wir halt wieder. Aber das soll jetzt nicht so das Problem sein. Der neue Bahnhof wartet, ja. Der wird uns hoffentlich ein schönes Stück voranbringen. Passt, Vorräte werden gebaut. Wie weit hinkt man da jetzt mit der Entwicklung? Einfach einmal für die theoretische Ausbildung. Sehr schön. In 200 Stunden haben wir Zement. So, aber wir haben jetzt hier die... Wir haben Schmelzhütte, Metallwerkbrennerei, allgemeine Werkstatt, Scheune, Obstplantage, Ressourcen, Wasserpumpe, Bergbauanlage, Gewächshaus. Oh, das Gewächshaus wird sicher noch interessant. Aber sowas von. Gebäude, Dieselgenerator, Kommunikationszentrum, das wird uns einiges erleichtern. Sägewerk. Hier haben wir das kleine, aber feine Sägewerk. Ja, das werden wir hier reinzwitschern. Industriebrennofen, sehr schön. Mit dem können wir jetzt Zement produzieren. Im Industriebrennofen. Leider hast du nichts, was wir brauchen können. Training abgeschlossen, es steht bereit. Da müssen wir auch wieder Training beginnen. Okay, wir haben hier einen Brennofen.
wir benötigen Steine, das heißt, wir müssen hier wieder. Investieren, um hier wieder Ressourcen, Sand, Stein und Lehm. Okay. Du produzierst hier erst einmal Steine. Okay, wir kommen da scheinbar hinten und fahren nicht mit dem. Aber an der Fertigstellung wird da, glaube ich, sicher noch. Das dauert noch ein wenig. Ich sehe noch, wir brauchen einen weiteren. Wir brauchen mehr Steine, viel mehr Steine. Ressourcen, wir brauchen mehr Ressourcen. Also eine weitere Grube. Das Ende des Jahres. Oh, es gab 8 Geburten. Ja, sind ja sehr produktiv, die Kleinen. Oh, und die Eltern können gleich wieder malochen gehen. Geht schön brav arbeiten. Da kommen wir klar. Es wird genug gebaut. Ein bisschen bauen wir noch. Sand geht aus für Glas. Okay, Eisenbahn ist kein Problem. Das können wir sicher aufwerten.
können eigentlich generell ein bisschen durchschauen, ob wir einiges aufwerten können. Das ging aber ratzfatz. Okay, nur ich schätze, wir müssen da mehr ausbilden. Viel mehr ausbilden. Also, was fehlt dir? Okay, Sand wird benötigt. Ja klar, deswegen ist uns das ausgegangen. Da ist ja dann alles klar. Dann brauchen wir eine weitere Grube. Hier wird brav Erdöl produziert. Ausreichend Diesel. Sehr schön, wir brauchen also hier einmal Sand. Was geht uns hier aus? Okay, das heißt, wir brauchen mehr. Noch mehr. Das wird dann richtig spaßig. So, also auch hier Sand. Bis zum Umfallen. Okay. Jetzt sind wir wieder knapp am Strom. Okay, die zwei können wir noch upgraden. Wir sind wieder auf minus 50, na klar.
sehr schön. Okay. Route 1. Okay, was waren wir denn Hübsches? Oh, die schaut krass aus. Achtzig, na das geht ja. Das geht ja ratzfatz. Dann braucht er eigentlich ja dann nur mehr. Sollten wir noch mit einer ordentlichen Straße versehen? So, 200%. Auf den Gleisen. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Eisenbahneffekt. So. Struktur. Wir haben hier alles. Außer Landwirtschaft, weil wir das in dieser Region nicht haben. Und wie wir sehen, der Zug fährt. Er ist auf Route. Das heißt, wir können drei Routen mal festlegen. Eine geht zur Küste. Und wir sehen, der erste Zug fährt ein. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir bitte ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Ich bin raus.